Mein Name ist Martine Nieder-Rümelin. Ich bin Philosophin und Professorin an der Universität in Fribourg in der Schweiz. Mein Arbeitsgebiet ist innerhalb der Philosophie des Geistes vor allem. Und da interessiere ich mich ganz speziell für Bewusstsein. Also die Beiträge, die so bekannt sind in der philosophischen Gemeinschaft, sind nicht unbedingt die gleichen, die ich für die interessantesten halte. Also wofür ich relativ bekannt bin, sind meine Beiträge zum sogenannten Argument des unvollständigen Wissens. Und ich glaube, die meisten Philosophen, Kollegen, die mich kennen, kennen mich aufgrund von diesen Arbeiten. Und die werden auch relativ viel zitiert. Was viel weniger bekannt ist bisher, sind meine Arbeiten zur Identität von bewusstseinsfähigen Wesen über die Zeit, im Zusammenhang auch mit Selbstbewusstsein, Selbstbezugnahme und mein Argument dafür, dass wir erlebende Subjekte als Individuen auffassen müssen, die einer besonderen ontologischen Kategorie zugehören, die nicht von derselben Art sind wie nicht erlebende Computer oder Tische und Stühle und Steine und Berge, sondern etwas vollkommen anderes, einer eigenen ontologischen Art zugehören. Also das Argument des unvollständigen Wissens ist ein Argument, das sich richtet gegen den sogenannten Physikalismus. Der Physikalismus sagt, dass alles in der Welt letztlich physikalischer Natur ist, eingeschlossen menschliche Organismen und deren Zustände und Eigenschaften. Im Speziellen ist nach dem Physikalismus es so, dass Erleben, Erlebnisse zu haben, nichts anderes ist, als in einem gewissen physikalischen Zustand zu sein. Es wird irgendwie versucht zu argumentieren, dass das Erste, eben diese Tatsache, dass jemand etwas in bestimmter Weise erlebt, zurückgeführt werden kann auf etwas Physikalisches und zurückführen jetzt in dem ganz starken Sinne, dass man nicht noch irgendetwas anderes postulieren muss letztendlich. Und gegen den Physikalismus, der sehr weit verbreitet ist, der die Mehrheitenmeinung in der gegenwärtigen Debatte in dem Bereich ist, wendet sich dieses Argument des unvollständigen Wissens, das ursprünglich auf Frank Jackson zurückgeht, der da ein sehr schönes Beispiel verwendet, was man überall findet in der Literatur, das Beispiel von Mary. Mary ist eben eine Neurophysiologin der Zukunft, die alles weiß, was man wissen kann über die menschliche Farbwahrnehmung, soweit es physikalische Tatsachen oder jedenfalls soweit es Dinge betrifft, die in physikalischer Sprache ausgedrückt werden können, wie zum Beispiel Kausalverhältnisse zwischen Gehirnzuständen und Wellenlängen, die auf die Retina treffen, Kausalzusammenhänge zwischen unterschiedlichen Teilen des Gehirns, die dann am Ende Prozesse, die darin stattfinden und am Ende dazu führen, dass Mary sagt, das ist blau oder jedenfalls ihre Lippen in bestimmter Weise bewegt, wenn man das so ganz neutral ausdrücken möchte. Also Mary weiß all das, sie weiß ganz genau, wie Farbwahrnehmung physikalisch gesprochen beim Menschen funktioniert, aber sie hat selbst nie Farben gesehen. Sie lebt seit Geburt an in einer schwarz-weißen Umgebung. Und die Geschichte geht dann bei Frank Jackson so weiter, dass sie eines Tages ins Freie kommt und dann sieht sie den Himmel, sieht das Blau, sieht vielleicht Klatschmohn, sieht Rot und so weiter und so fort. Und auf einmal ist sie total überrascht. Und zwar jetzt nicht überrascht über die Reichheit der Welt, so darf man es eigentlich nicht verstehen, sondern darüber, dass menschliche Farbwahrnehmung noch Merkmale hat, von denen sie gar nichts wusste. Dass es in ganz bestimmter Weise ist, etwas als blau zu sehen. Und wie es ist, etwas als blau zu sehen oder als rot oder als gelb und so weiter. Und an der Stelle sagt dann Frank Jackson in seinem sehr berühmten Aufsatz, der die ganze Debatte ausgelöst hat, lernt Mary etwas Neues über die menschliche Farbwahrnehmung? Es ist offensichtlich, dass sie irgendetwas lernt, dass sie neues Tatsachenwissen erwirbt. Aber dann ist das physikalische Wissen, das sie vorher hatte, nicht vollständig. Und dann sagt er ganz schnell, also ist der Physikalismus falsch. Mein Beitrag ursprünglich war, da eine Unterscheidung einzuführen in Bezug auf Überzeugungen, die man haben kann hinsichtlich von Erlebnissen, die dazu, hoffe ich, beitragen konnte, die
Kontroverse ein bisschen begrifflich zu klären. Und das Ergebnis ist, dass das Argument, so wie Jackson es formuliert hat, nicht durchgeht, dass man es aber verbessern kann. Und diese Verbesserung, das habe ich allerdings erst später so richtig ausgearbeitet, erfordert, glaube ich jedenfalls, die Einführung von Begriffen, die uns Zugang geben zu einer Sache, so wie sie sozusagen in sich selbst ist. Und zwar geht es jetzt um den Begriff davon, der Eigenschaft, ein Blauerlebnis zu haben. Dass man in dieser besonderen Weise, die auf eigenem Erleben basiert, Begriffe von Blau, von dem Haben von Blauerlebnissen bilden kann, die einem erlauben, genau zu verstehen, was es ist, also vollständig zu verstehen, was es ist, eine Blauwahrnehmung zu haben. Und wenn man das dann einführt, diese These, dann kann man die Argumentation retten, dann kann man auch wunderschön das Beispiel von Mary verwenden oder ein anderes, was ich dann dafür eingeführt habe, um meine Unterscheidungen zu machen, von einer gewissen Mariana, die zuerst schon Farben sieht, aber nicht ins Freie darf. Und diese Mariana erwirbt schon die Begriffe, die erforderlich sind, um das fragliche Wissen zu erwerben, hat aber noch nicht das Wissen. Und erst wenn sie die hat, dann kann sie Wissen über die Erlebnisse anderer von der fraglichen Art erwerben. Also ich habe eben, um das Argument des unvollständigen Wissens besser analysieren zu können, die Unterscheidung eingeführt zwischen phänomenalem Wissen und nicht phänomenalem Wissen oder genauer gesagt phänomenalen Überzeugungen. Also Mariana, das ist eben wie gesagt eine Person, die genauso wie Mary zunächst selbst keine Farbempfindungen hat. Mariana hat noch bevor sie mit Farben in Kontakt kommt, alle möglichen Überzeugungen in Bezug auf Farberlebnisse. Sie liest Bücher, sie spricht mit anderen. Es wird ihr gesagt, der Himmel sieht für normalsichtige Personen blau aus. Ja. Und das glaubt sie auch. Und sie würde auf die Frage, in welcher Farbe sehen denn andere Leute den Himmel, korrekt antworten. Also es wäre merkwürdig zu sagen, sie habe überhaupt keine Überzeugungen in Bezug auf die Frage, wie der Himmel für andere aussieht, in Bezug auf, in anderen Worten, den subjektiven Charakter des Erlebens anderer Personen, wenn sie den Himmel sehen. So, jetzt ist es bei der Mariana eben so, dass sie dann Farben kennenlernt. Also plötzlich wird ihre schwarz-weiße Umgebung radikal geändert und jetzt sieht sie auf einmal rot angestrichene, gelb angestrichene und so weiter. Möbelstücke und alles Mögliche, aber sie sieht keine Bananen, keine Tomaten, keine Bilder des blauen Himmels und so weiter. Das heißt, sie kann noch nicht die Verbindung herstellen zwischen den neu erworbenen Begriffen, die sie hat, die sie jetzt neuerdings hat, und dem Wissen, das sie früher schon erworben hat. Es kann sein, dass sie etwas Blaues sieht und jetzt auch den Begriff hat, des Blauerlebens, wie es ist, ein Blauempfinden zu haben, ist ihr jetzt bekannt und sie kann einen entsprechenden Begriff bilden, dieser erlebnismäßigen Eigenschaft, ein Blauerleben zu haben. Aber sie weiß jetzt immer noch nicht, dass das die Farbe ist, auf die die Leute Bezug nehmen, wenn sie sagen, die Personen, also andere Leute, die normalsichtig sind jedenfalls, sehen den Himmel als blau. Diese Verbindung kann sie noch nicht herstellen. So, und dann kann man sich vorstellen, eines Abends schaut sie sich also monochromatische, so stelle ich mir das ganz gerne vor, so monochromatische Dias an oder meinetwegen auf dem Bildschirm auch. Dann schaut sie rot, blau, grün, gelb, geht diese Farben durch und stellt sich die Frage, in welcher Farbe sehen jetzt die Leute denn den Himmel? Ja, also sie ist immer noch der Überzeugung, die sie ausdrücken würde, andere Leute sehen den Himmel als blau. Ja. Und jetzt kann es aber durchaus sein, dass sie sich das rote Dia anschaut und dann sagt, ja, das wird sein. Das ist die Farbe, die andere Leute erleben, wenn sie den Himmel anschauen. Jetzt hat sie zwei Überzeugungen. Einerseits hat sie die Überzeugung, die sie schon vorher erworben hatte, und die nenne ich jetzt nicht phänomenal. Nicht phänomenal in dem Sinne, als es eben nicht aufgrund von eigenem Erleben erworbene Begriffe dabei eine Rolle spielen, dabei verwendet werden. Und andererseits hat sie aber jetzt offenkundig die Überzeugung, eine bestimmte Überzeugung darüber, in welcher Farbe andere Leute den Himmel sehen. Welche unverträglich ist eigentlich mit dem anderen, das ist ihr aber nicht bekannt.
Und die Überzeugung, die sie jetzt erwirbt und die sie eben beim Anblick dieses Rot vielleicht bildet, ja, die nenne ich phänomenale Überzeugung. Ja. Also kann man in Bezug auf Farben dann nicht phänomenale und phänomenale Überzeugungen haben. Und man kann dann natürlich klar sagen, was hat denn Mary nicht? Was fehlt Mary? Ja. Und Mary fehlt eben Wissen, phänomenales Wissen in Bezug auf andere. Das heißt Wissen, was in diesen besonderen Begriffen gefasst ist. Ja. Da bin ich natürlich nicht die Einzige, die von phänomenalen Begriffen spricht. Ja. Und ich versuche zu zeigen, phänomenale Begriffe sind von einer Art, dass man denen eben nicht gerecht wird im Rahmen eines materialistischen Weltbildes. Aber das ist dann ein großer weiterer Schritt. Ich glaube auch, dass Personen im Vergleich zu Tischen, Stühlen, Bergen und so weiter einen ganz besonderen Status haben, was ihre Identität betrifft. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie Personen sind, sondern ich glaube, dass es daran liegt, dass sie eben erlebende Wesen sind. Und alles, glaube ich, was man sagen sollte in Bezug auf den besonderen Status der Identität von Personen, gilt genauso auch für erlebende Tiere, erlebende Außerirdische, erlebende Wesen, die eventuell auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz in ferner Zukunft mal entstehen könnten. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber dann würde es auch für sie gelten. Es gilt für jedes Individuum, für das es irgendwie ist, sein Leben zu leben. Die zentrale These ist, dass die Identität von Personen, von erlebenden Wesen über die Zeit, keine Analyse zulässt. Sie ist etwas Einfaches. Es wird auch als die Simple Theory bezeichnet. Man kann nicht sagen, was ist denn begrifflich, also was wir denn begrifflich denken, wenn wir der Meinung sind, die Person oder das Leben, erlebende Wesen, sagen wir Delfina, ein Delfin, ist identisch mit jenem Delfin, den wir vor 2 Jahren gesehen haben. Was das genau heißt, dass es dasselbe Subjekt ist, kann nicht begrifflich zurückgeführt werden auf irgendetwas anderes. Ist etwas Einfaches, das ist die These. Und dem entspricht eine ontologische These. Nämlich, dass es auch, wenn man sich jetzt die Frage stellt, worin besteht denn die Identität von Delfina über die Zeit hinweg? Ja? Wenn wir uns diese ontologische Frage stellen, dann gibt es darauf keine informative Antwort, keine Antwort, die es erlauben würde, es zu reduzieren auf etwas anderes, etwa der körperlichen Verbundenheit oder womöglich sogar der psychologischen Verbundenheit oder so etwas. Ja? Also das ist diese These der einfachen Identität über die Zeit, die übrigens eine Entsprechung hat, für die Identität über mögliche Welten hinweg. Was ist die Bedingung, die andere mögliche Umstände erfüllen müssen, damit eine ganz bestimmte Person, also jemand, zu dem ich gerade spreche, oder Maria oder so, unter diesen anderen Umständen existiert? Und da würden vielleicht viele Leute sagen, naja, es muss eine Person sein, die von denselben Eltern stammt, aus demselben Chromosom, vielleicht selben Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstanden ist, vielleicht so etwas. Oder es muss einfach eine Person sein, die wichtige Eigenschaften gemeinsam hat mit der fraglichen, wirklichen Person. Also viele würden meinen, man kann da eine Reduktion anbieten. Da ist meine These, nein, das geht nicht. Unsere Individualität ist nicht deskriptiv. Man kann es nicht anders sagen, welche Bedingung erfüllt sein muss unter anderen möglichen Umständen, damit Maria unter diesen anderen Umständen existiert. Das kann man nicht anders sagen, als so, dass man auf Maria Bezug nimmt und sagt, sie existiert in den anderen Umständen. Anders kann man es gar nicht sagen. Ich sage ja, man kann es nicht zurückführen, man kann es nicht reduzieren, weder begrifflich noch ontologisch. Aber trotzdem kann man verstehen, worin die Identität besteht. Das ist das Merkwürdige. Man kann es verstehen. Und zwar unter Verwendung von ganz bestimmter begrifflicher Werkzeuge, und das nenne ich Perspektive einnehmen, taking perspectives. Ich könnte auch ein Beispiel hernehmen, was in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt hat, als ich mal angefangen habe, über diese Dinge nachzudenken und damals auch mit meinem großen Bruder Julian darüber zu diskutieren. Und zwar ging es da um Folgendes, da habe ich
kurz vorher erfahren, wie das so ist mit dem Kinderkriegen und wie das alles funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, was für ein irrwitziger Zufall, dass ich auf die Welt gekommen bin. Meine Eltern hätten ja auch vielleicht einen Monat früher ein Kind zeugen können. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, wenn sie einen Monat früher ein Kind gezeugt hätten, wäre dann ich auf die Welt gekommen, aber mit anderen genetischen Merkmalen? Oder wäre ich dann überhaupt nie auf die Welt gekommen und statt meiner jemand anderer? Und mir schien der Unterschied vollkommen klar. Und ich würde auch heute noch sagen, dieser Unterschied ist vollkommen klar. Wie versteht man ihn? Eben durch dieses Taking Perspectives, indem man sich sagt, was ist der Unterschied? Aus meiner Perspektive, und das könnte man dann in Bezug auf jeden anderen Menschen genauso machen, nicht nur in Bezug auf sich selbst, macht es einen ungeheuren Unterschied, ob ich Zugang zur Welt bekomme, ob es irgendwie für mich ist, die Erlebnisse zu haben, die dann dieses Kind gehabt hätte, wenn meine Eltern eben einen Monat früher ein Kind gezeugt hätten, oder ob aus meiner Perspektive überhaupt gar keine Welt existiert und stattdessen für jemand anderen eine Welt existiert. Also das kann man begrifflich verstehen. Also mir ist es auch wichtig zu sagen, das ist was Begriffliches, was da abläuft. Das ist nicht reine Vorstellung aus der ersten Personperspektive oder sowas, sondern es ist wirklich etwas Wichtiges, Begriffliches, was da abläuft. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht etwas, was spezifisch mit Ich-Gedanken etwas zu tun hat, sondern genau denselben Unterschied könnte man machen in Bezug auf jemand anderen und sich fragen, wenn jetzt die Eltern von Hans einen Monat später oder früher ein Kind bekommen hätte, wäre es dann Hans, würde dann er derjenige sein, für den es irgendwie ist, die erlebnismäßigen Eigenschaften dieses Kindes zu haben, das unter den anderen Umständen zur Welt gekommen wäre. So, also Identität über mögliche Welten hinweg, Identität über die Zeit hinweg bei erlebenden Wesen ist etwas Einfaches, nicht Analysierbares, was man aber durch dieses Perspektive einnehmen trotzdem verstehen kann, was es seinem Wesen nach ist. Und das ist natürlich eine Art von, also wie soll ich sagen, das, was Identität ausmacht über die Zeit hinweg und über mögliche Welten hinweg bei erlebenden Wesen, ist grundverschieden von dem, was Identität ausmacht für Tische, Stühle, Bäume, nicht erlebende Computer, nicht erlebende biologische Organismen und so weiter und so fort. Und wenn die Identität so grundverschieden ist, dann gehören die entsprechenden Individuen unterschiedlichen ontologischen Kategorien an. Das ist etwas, was die meisten Metaphysiker akzeptieren würden. Und deswegen sind diese Überlegungen zur Identität und Individualität, wie man sagen könnte, für mich ein Hauptmotiv dafür, zu sagen, erlebende Wesen gehören ihrer eigenen ontologischen Kategorie an, die sind was ganz Besonderes. Mir fällt ein, dass es mir sehr, sehr früh aufgefallen ist, wie merkwürdig es doch ist, dass es eben diese Individuen gibt, die jeder eine eigene Perspektive auf die Welt haben, sozusagen, diese Subjekte. Ich kann mich gut erinnern, als ich so in den ersten Jahren vom Gymnasium, da muss ich 10, 11 gewesen sein, ich bin immer hinten gesessen in der Klasse, hinten in der letzten Bank, diese knapp 30 Schülerinnen waren das alles, ich war leider in einer Mädchenschule, Schülerinnen vor mir habe sitzen sehen und mir dann so vorgestellt habe, hier ist jemand, der hat seine eigene Welt. Da ist nochmal jemand, der hat eine völlig andere eigene Welt. Für den ist es irgendwie ganz anders, hier jetzt zu sitzen und der Lehrerin zuzuhören oder dem Lehrer zuzuhören und so weiter. Und habe mir das so bewusst gemacht und fand das einfach unfassbar. Also dieser Irrsinn. Ja. Also ins Zentrum zu rücken, das war tatsächlich in einem Seminar, als wir gemeinsam mit meinem heutigen Lebenspartner, damals einer meiner akademischen Lehrer, Max Käsbauer, jetzt Max Trömmer, als Beispiel über die Auferstehungsmaschine von Stanislaw Lem diskutiert haben. Das ist eine Geschichte, in der jemand zum Tode verurteilt ist und dann von seinem besten Freund am Abend davor besucht wird
Und dieser beste Freund sagt, es ist mir gelungen, eine Auferstehungsmaschine zu basteln. Mach dir keine Sorgen, wenn du morgen dann umgebracht wirst, werde ich unmittelbar danach diese Maschine in Gang setzen und werde aus neuem Material dich wieder rekonstruieren. Und dann wird da jemand sein, der wird so reden wie du, so aussehen wie du. Alles gut, mach dir keine Sorgen, du wirst nicht sterben. Und zunächst ist die Person beruhigt. Aber dann fügt dieser Freund, der damit auch ein bestimmtes Ziel verfolgt, der fügt dann hinzu, weißt du was, um sicher zu sein, dass die Sache nicht schief geht, setze ich die Maschine gleich zweimal in Gang. Dann haben wir zwei von dir sozusagen. Ja? Und jetzt sagt die Person, die zum Tode verurteilt ist, na um Gottes Willen, dann bin ich doch keiner von beiden oder was ist denn los? Ja? Und hat Zweifel, dass diese Auferstehungsmaschine Identität garantiert, dass also derjenige, der dann nachher zum Bewusstsein kommt, auch tatsächlich identisch ist mit der Person, deren Körper vorher zerstört worden ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann eben genau darüber nachgedacht, ja, was ist denn der Unterschied zwischen der Rekonstruktion einer Person, die psychologisch eigentlich auch in Kontinuität steht, zu der ursprünglichen, körperlich ihr vollkommen ähnelt und so weiter, und nicht die ursprüngliche ist, und einer Situation, wo alles gleich ist, nur jetzt ist es die ursprüngliche Person. Und dann wurde mir dieses, was ich jetzt als Perspektive einnehme, dieses begriffliche Mittel, von dem wir vorhin geredet haben, beschreiben würde, das wurde mir vollkommen bewusst dann. Ja. Dass man hier etwas versteht, was man dann nicht mehr weiter deskriptiv erfassen kann. Wenn man ganz klare Intuitionen zu haben glaubt, also wenn man etwas ganz klar zu sehen glaubt, ja, dann kann man ja nicht davon ab, einfach nur, weil andere Leute was anderes sagen. Ja. Sondern kann man nur immer wieder überlegen und sagen, ja, könnte ich mich irren, könnte das falsch sein? Man kommt immer wieder, so ist es mir gegangen, ja, ich kam immer wieder zu der gleichen Überzeugung, nein, ich irre mich da nicht, so muss es sein. Also ich habe ganz starke Intuitionen in Bezug auf diese Sache, die ich ja jetzt nicht einfach durch einen Willensakt entfernen kann. Und wenn ich diese Intuitionen habe, dann werde ich das vertreten, was gemäß dieser Intuition wahr ist, egal was andere Leute dazu sagen. Das scheint mir ganz selbstverständlich zu sein. Die Dinge, an denen ich im Moment arbeite, die haben viel mit dem zu tun, was in dem Forschungsprojekt gemacht wird, das ich leite, in so einem Überschneidungsgebiet zwischen Moralphilosophie und Philosophie des Geistes. Und da haben wir angefangen, jetzt speziell auch mit Julien Bunion, nachzudenken über etwas, das uns und mir auch sehr, sehr wichtig vorkommt, nämlich etwas, was man Werte für jemanden nennen könnte. Also es gibt Werte schlechthin und es gibt aber auch Werte für eine Person. Das ist eine Unterscheidung, über die wir jetzt gerade arbeiten. Es ist schlechthin ein Wert, wenn eine Gesellschaft eine gut funktionierende Demokratie hat zum Beispiel. Es ist auch schlechthin ein Wert, wenn wenig Menschen auf diesem Planeten leiden müssen oder so etwas. Das ist ein Wert schlechthin. Aber solche Werte schlechthin beruhen oft auf Werten, vielleicht sogar immer, weiß ich noch nicht, auf Werten für ein erlebendes Subjekt. Zum Beispiel ist es für jemanden, der Schmerzen hat, schlecht, dass er Schmerzen hat. Oder für ein Kind ist es schlecht, wenn es in der Zukunft sich nicht entwickeln kann oder sowas. Also es gibt Werte für Subjekte, würde ich sagen, die nicht reduzierbar sind auf Werte schlechthin. Und diese, also jetzt nennen wir eben Individuen, für die etwas Wert haben kann, Centers of Value. Und dann kann man sich die Frage stellen, welche Arten von Individuen können überhaupt Centers of Value sein? Und unsere These ist, nur erlebende Wesen. Also nicht zum Beispiel Wälder, ja, oder Bäume, wenn sie kein Erleben haben. Es gibt wirklich bei bewusstseinsfähigen Wesen einen besonderen Sinn von gut und schlecht für das erlebende Wesen, das man bei anderen Individuen nicht findet. Es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Dingen, wo es mir leid tut, dass ich nie richtig Zeit gehabt habe, darüber zu arbeiten. Also eines ist mehr so ein bisschen spielerisch, nämlich Paradoxien.
Also da habe ich auch meine erste Publikation sogar, oder meine erste ernstliche Publikation ist sogar über eine Paradoxie in der Erkenntnis erschienen damals. Da hat mich damals der Wolfgang Spohn, einer meiner akademischen Lehrer, dazu angeregt, es doch zu veröffentlichen. Und dann habe ich aber nichts mehr veröffentlicht in Bezug auf Paradoxien danach. Ich finde Paradoxien wirklich was sehr Faszinierendes. Meistens geht es um Beispiele in Bezug auf die man Überzeugungen hat, die dann zum Widerspruch geführt werden können. Das hat dann vielleicht auch mit meinem Interesse an Intuitionen zu tun. Denn man hat diese Überzeugungen bei diesen Beispielen in der Regel aufgrund von rationaler Intuition. Man schaut sich das an, was da gesagt wird, und sagt, ja klar ist das. Und dann schaut man sich was anderes an und sagt, selbstverständlich. Und dann guckt man genauer hin und sieht, oh, jetzt bin ich in Schwierigkeiten, weil die zwei Dinge können nicht beide wahr sein. Also ein bisschen ist es das Interesse daran, wie kann man damit umgehen, wenn man widerstreitende Intuitionen hat. Aber natürlich ist es auch jedes Mal die Faszination an der eigentlichen Fragestellung und an den Konsequenzen, die dann die Antwort, die man darauf gibt, für das jeweilige philosophische Gebiet hat. Also das finde ich schon irgendwie was sehr Faszinierendes und Spannendes, in dieser Weise vorgehen zu können in der Philosophie. Außerdem ist es bestimmt auch einfach der Spaß, den man am Schachspielen haben kann oder am Rätsellösen haben kann. Ganz anderes Thema wären Emotionen. Und da habe ich auf was ganz Spezifisches schon mal, also über ganz was Spezifisches schon mehr nachgedacht, nämlich Emotionen im Zusammenhang mit Musik. Da gibt es in der Musikphilosophie einen Haufen Überlegungen dazu, wie es denn sein kann, dass traurige Musik trotzdem mit Freude gehört wird. Denn naheliegend wäre es ja zu meinen, dass wenn man sogenannte traurige Musik hört, dann hat das den psychologischen Effekt, dass man selbst traurig wird. Und das ist ja nun eigentlich kein Vergnügen. Wie kann es dann sein, dass man sich trotzdem daran freut? Und über diese Dinge, was ist sozusagen der Inhalt der Emotionen, die von Musik wachgerufen werden? Was ist diese spezifische Art von Freude an Musik? Ja? Und hat diese Freude einen Gehalt? Und wenn sie einen Gehalt hat, dann welchen? Ja? Also das finde ich unheimlich spannend. Es gibt so eine Tendenz, zu schauen, was wird demnächst Mode? Und dann ist es eine gute Idee, auf dem Gebiet zu arbeiten, weil dann habe ich die besten Chancen, dass meine Arbeit wahrgenommen wird. Das finde ich sehr problematisch. Also ich finde, das Allererste muss immer sein, was fasziniert mich wirklich ernstlich. Und nicht, was finden andere interessant. Also ich würde davor zurückschrecken, Masterstudierenden zu raten, was Bestimmtes zu machen, weil es jetzt in nächster Zeit wichtig sein wird. Aber natürlich in Bezug auf Karriere muss man ja auch intelligent handeln. Ich denke, dass es natürlich im Bereich der praktischen Philosophie sehr viel gibt. Auch aufgrund dessen, wie sich die Welt jetzt gerade fürchterlich besorgniserregend entwickelt, was großes Interesse finden wird, nicht nur unter Spezialisten, sondern auch in der Öffentlichkeit. Da könnte man ganz viel dazu sagen. Das ist nicht wirklich mein Gebiet, dazu was zu sagen. Eines allerdings hat mit Ethik was zu tun, und da haben wir vorhin auch schon darüber gesprochen, das ist die Frage dieser Verbindung zwischen Bewusstseinsphilosophie und Ethik, Werte, Respekt vor bewusstseinsfähigen Wesen und solche Dinge. Das fängt jetzt gerade an, dass die Leute sich da mehr damit befassen. Es gibt so ein paar sehr berühmte Figuren in der Philosophy of Mind, die damit begonnen haben. Der David Chalmers zum Beispiel, der Uriah Kriegel hat in diese Richtung was veröffentlicht. Und da erwarte ich auf jeden Fall, dass da viele auf diesen Zug aufspringen werden, was ich in diesem Fall aber auch eine ganz gute Sache finde, weil das ein hochinteressantes Thema ist und ein wichtiges Thema ist, glaube ich. Man darf eine Person nicht als Mittel zum Zweck verwenden oder etwas damit Verwandtes. Personen sind nicht ersetzbar, sowas. Ja. Das sind ganz wahnsinnig wichtige Ideen, ja, natürlich. Und auch da, glaube ich, sollten wir jetzt nicht nur die Personen im Auge haben, sondern erlebnisfähige Wesen. Für die gilt eine entsprechende These. Man darf kein erlebnisfähiges Wesen
zum Mittel zum Zweck machen. Und kein erlebnisfähiges Wesen ist in einem gewissen Sinne austauschbar oder ersetzbar. Und da jetzt genau zu sagen, warum denn nicht und was hat es zu tun mit der Natur dessen, was es ist, ein erlebnisfähiges Wesen zu sein, kann man da was Erhellendes dazu sagen, dass man aus einem besseren Verständnis dessen, was ein erlebendes Wesen ist, dann ein besseres Verständnis dieser Grundintuitionen in der Moralphilosophie erreichen könnte. Das wäre eine tolle Sache. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da andere Leute auch drauf kommen und auch schon drauf gekommen sind natürlich, darüber nachzudenken und dass sich das weiterentwickeln wird.